Stellt euch vor, ihr sitzt irgendwo auf einer öffentlichen Parkbank, vielleicht habt ihr gerade Mittagspause oder lest ganz entspannt ein Buch, als auf einmal jemand an euch herantritt. Und es hört sich auch wirklich sehr gut an, was er sagt, denn er sagt: Hi, ich bin Student und im Rahmen eines Forschungsprojektes, bei dem wir die Konzentrationsfähigkeit im Verlaufe eines Tages untersuchen, führen wir ein kleines Experiment durch. Das Experiment geht wirklich nur 15 Minuten lang. Alles, was du machen müsstest, wäre ein 15-minütiges Video dir anzuschauen und danach ein paar Fragen zu beantworten. Und du wirst dafür bezahlt, du bekommst 6 Euro für deine Teilnahme. Vielleicht sagt ihr dann, ja klar, warum nicht? Ich meine, 6 Euro pro 15 Minuten, das wäre hochgerechnet immerhin ein Stundenlohn von 24 Euro. Und ich meine, ein Video angucken und ein paar Fragen beantworten, also leichter verdientes Geld gibt es eigentlich gar nicht. Also sagt er, ja klar, machen wir. Und während ihr dann aber dem vermeintlichen Versuchsleiter folgt, um den Versuchsraum aufzusuchen, schaut dieser Versuchsleiter auf sein Handy und sieht, ich habe da eine Nachricht. Oh verdammt, okay. Es hat sich leider was geändert. Und zwar hat sich gerade herausgestellt, dass wir leider für dieses Videoexperiment mittlerweile schon genug Versuchspersonen haben. Das tut mir wirklich leid. Andererseits fällt mir gerade ein, wir führen ja auch noch ein zweites Experiment durch. Ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist, aber es geht auch darum, die Konzentration zu messen. Und du müsstest einfach so schnell wie möglich eine Reihe von einfachen Symbolen abzeichnen, ohne dabei einen Fehler zu machen. Dieses Experiment würde auch 15 Minuten dauern. Allerdings könnten wir dich dafür leider nicht bezahlen. Wärst du daran interessiert? Was glaubt ihr? Wie würdet ihr jetzt reagieren? Würdet ihr sagen, naja, vergiss es. Nee, das klingt viel schlechter als das, was ich vorher gehört habe. Nee, mach ich nicht. Oder würdet ihr vielleicht, weil ihr euch ja sowieso schon entschieden habt, an einem Experiment teilzunehmen und ihr jetzt doch irgendwie Lust darauf habt, würdet ihr dann vielleicht tatsächlich sagen, ja klar, mache ich, warum denn nicht? Tatsächlich sprechen mittlerweile einige Studienergebnisse dafür, dass wenn man uns zuerst mit so einem schönen Angebot ködert, man uns sagt, ja, du bekommst 6 Euro für 15 Minuten Video gucken und 2-3 Fragen beantworten. Wenn man uns mit dieser Methode ködert, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir im Nachhinein, wenn man uns dann sagt, ja, leider dieses Angebot besteht nicht mehr, aber wir haben hier ein zweites Angebot, was sichtlich schlechter ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir auf dieses zweite Angebot eingehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur ein kleines bisschen größer, sondern im Durchschnitt circa doppelt so hoch im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, wo man direkt das schlechtere Angebot vorgetragen hatte. Wer jetzt sagt, na Moment mal, ist diese Ködertaktik nicht der Lowball-Taktik, über die wir ja auch vor kurzem gesprochen haben, zum Verwechseln ähnlich? Also bei der Lowball-Technik ist es ja so, dass man zunächst mal ein sensationelles Angebot macht. Ein Angebot zu einem sehr niedrigen Preis beispielsweise. Somit ist es meines Erachtens wirklich schwierig, diese beiden Techniken sinnvoll voneinander zu trennen. Zumal auch die Studien, die zu beiden Beeinflussungstechniken durchgeführt wurden, nahezu identische Szenarien verwenden. Von daher muss ich sagen, finde ich die Unterscheidung in Lowball und Ködertaktik nicht so wirklich gelungen. Nichtsdestotrotz sind die Studien zur Ködertaktik durchaus interessant und vor allem auch die Variationen, die wir gleich kennenlernen werden, sind geeignet, einige offene Fragen auch zur Lowball-Technik zu beantworten. Und diese offenen Fragen beziehen sich vor allem darauf, warum funktioniert die Technik eigentlich? Einer der Gründe ist sicherlich, dass wir schon ein bisschen was in dieses Projekt investiert haben. Wir haben mit dem vermeintlichen Versuchsleiter kurz gesprochen, wir sind ihm schon ein paar Meter gefolgt und ja, auf halber Strecke hören wir dann, na sorry, dieses eine Experiment können wir nicht mehr durchführen, aber wir haben hier noch ein zweites Experiment. Ja, okay, dann machen wir halt das zweite Experiment. Und dass das wirklich ein Faktor zu sein scheint, zeigte sich auch in einer anderen Publikation aus dem Jahr 2013, in der man sogar noch weitergegangen ist. Man hat nämlich in einer Versuchsbedingung eben nicht schon recht früh gesagt, sorry, dieses erste Experiment, das gibt's leider jetzt nicht mehr, sondern man hat ganz lange gewartet, man ist mit den Versuchspersonen ins Labor gegangen, die saßen dann schon dort am Tisch, haben darauf gewartet, dass sie jetzt endlich anfangen können und erst dann
ist der Versuchsleiter rausgerufen worden und ihm wurde gesagt, sorry, dieses Experiment können wir jetzt leider nicht mehr durchführen, wir haben da schon genug Versuchspersonen. Vielleicht möchte der Proband ja an einem zweiten Experiment teilnehmen. Und dieses zweite Experiment war wiederum dieses weniger spannende Experiment, dieses Experiment, wofür er nicht bezahlt werden würde. Wie haben die Versuchspersonen dann reagiert? Waren sie dann vielleicht sogar böse und haben gesagt, nee, mache ich auf gar keinen Fall. Es ist ja wohl ein Witz, ja, ihr bestellt mich hierher, ich komme mit euch hierher und dann darf ich nicht das Experiment machen, was ihr mir versprochen habt. Vergesst es, ich gehe nach Hause. So hätten sie auch reagieren können, aber so haben sie nicht reagiert. Ganz im Gegenteil, die Zustimmungsquote an diesem zweiten langweiligen Experiment teilzunehmen war jetzt tatsächlich noch größer. Sie lag bei 92%, wohingegen in der Kontrollgruppe, in der man von Anfang an gesagt hat, ja, du wirst an diesem Experiment teilnehmen, bei dem du nicht bezahlt wirst und 15 Minuten lang Symbole abzeichnen musst, in dieser Kontrollgruppe waren es nur 38%. Das heißt, uns auf irreführende Weise zu ködern und sogar sehr dreist zu ködern, nämlich uns erst im letzten Moment zu erzählen, ja, sorry, das geht jetzt nicht, was wir euch versprochen haben, das scheint sogar noch effektiver zu sein. Und der Grund ist, wie gesagt, wahrscheinlich, dass wir schon so viel investiert haben.